Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und Andi. Auch von mir ein herzliches Hallo und heute gibt es mal wieder Magmyra. Heute beginnt der Frühling. Es ist, glaube ich, sogar zwei Tage zu früh laut unserem Kalender. Also wir sind mit den 19. Ne? Auch wenn wir jetzt beim Video natürlich nicht auf die zeitliche Einordnung Wert legen, rein theoretisch. Ne, nee, machen wir ja auch überhaupt passt nicht. Passt diese Abfüllung aber doch ganz gut fürs Wochenende. Zu unserem Gemüt sowieso, ja, freundliche Farben. Und hoffentlich auch ein freundlicher Geschmack. War schon mal da gewesen. Unter anderem Namen. Andi fand damals sehr gut. Der hieß, glaube ich, was hast du gesagt? Mitternachtssonne? Mitternachtssonne. Ja. Mitternachtssonne. Mitternachtssonne. Da war also quasi ein Magmyra, der damit arbeitet, in Fässern gereift zu werden, die Birkenwein quasi erst heranreifen lassen haben. Haben wir, glaube ich, auch im Video gemacht. Ja. Ja, fand ich sehr gut. Gab es ja nicht mehr. Hat mich sehr doll geärgert. Und durch Zufall stolper ich heute durchs Lager und ja, wie immer so getan, als wenn ich arbeite. Und da ist mir dieses freundliche Grün, dieses Apfelgrün ins Auge gefallen. Und ich dachte, es ist wieder irgendwie was mit Apfel. Ich meine, da hast du ja auch 1000 verschiedene Abfüllungen. Ja? Grüntee, ja, Apfelblüte. Ja, ach, alles Mögliche. Guckt ihr uns einfach über die Schulter, dann werdet ihr das sehen. Und da gibt es ja auch noch mehr, noch vieles, vieles mehr. Ich habe noch festgestellt, dass wir relativ oft Magmyra-Videos machen. Liegt auch daran, dass die doch sehr, sehr gute Sachen machen. Ja, ja, auch sehr, sehr, sehr gute Ideen haben sozusagen. Ne? Mhm. Jetzt haben wir den Namen gar nicht erwähnt, aber die Abfüllung heißt Birksaf. Und Birksaft hört sich schon an wie Birkensaft. Birkensaft, genau. Mhm. Und Birkenwein wäre nichts anderes als vergorener Birkensaft. Birkensaft. In Holz gelagert anscheinend. Muss auch ziemlich gut gewesen sein, wenn sie den sogar in Holz gelagert haben. Ja. Und dann raus und dann den Single Malt rein. Aber nicht in den, naja, das frage ich jetzt wieder, das haben wir uns jetzt nicht bemüht, aber jetzt nicht in diesen schwedischen Fässern, ne? Nein, 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 die sind extra. Es gab nämlich eine Angabe, dass noch mehr an diesem Single Malt steckt, außer diese Birkenweinfässer, ja, sondern auch noch ein großer Anteil Ex-Bourbon, ein großer Anteil Sherryfässer und ein kleiner Anteil schwedische Eichenfässer. Da hat Andi nämlich gefragt, was meinen Sie denn schwedische Eichenfässer? Naja, das ist halt keine deutsche Eiche und das ist keine amerikanische, das ist halt eine schwedische Eiche. Mhm. Was denn genau hinter einer schwedischen Eiche steckt, ist noch zu, ja, zu erfragen. Ja. Guck mal drauf. Na, guck mal an. Fruchtig. Ja. Und gefällig. Freue mich drauf. Auf jeden Fall. Na, das ist fast so die, von der Einordnung her war Mitternachtssonne so fast unser Beginn, glaube ich, so 2014 rum oder so. 2013, Ende 2013, Anfang 2014. War dann so, ja, das ist eine so der ersten Abfüllungen, die Andi auch mal ein Tasting mit hatte, glaube ich, oder? Das auch mal. Dann doch mal vor Ort. Ich glaube, ja, ich glaube erst verkostet, erst Video und dann Tasting. Und dann angepriesen, dann war es relativ schnell weg. Selber schuld, keine zurückgestellt, geärgert. Und ich weiß gar nicht, was sie damals in der Brennerei erzählt haben. Da haben sie auch sowas erzählt, so von wegen, wenn weg, dann eben weg. Mhm. Ja, es ist jetzt nichts, was, weil die halt so viele Ideen haben, neue Sachen, die sie ausprobieren wollen. Was war noch ganz gut hier? Moltebeere, sowas. Und was auch sehr interessant war, war natürlich, war das Kirsch? Kirschblüte? Ach, Kirschwein? Nee, Kirschweinfass? Kirschweinfass, also nicht Sherry, sondern Kirschweinfass. Ja, das sehr so fruchtige Kirschweinfass-Geschichten. Ja, das war auch so ein Sommerwhisky, ja, den wir auch beim Lagerfeuer und beim Grillen, ja, so weggeschlürft haben. Ja. Ja, deswegen sind wir doch irgendwie treu geblieben bei Magmyra und ja, die Abfüllung immer gerne mit rein. Wenn du so viele Abfüllungen hast und die sollte so viel probieren, dann sind doch immer wieder mal ein paar Sachen dabei, die jetzt nicht so geil sind, das ist klar. Da wirklich echt, da kommt eine richtig schöne fruchtige Note, die kommt von diesem Glas hier hoch. Also, das ist auf jeden Fall. Man hat mir ja mal gesagt, wenn man diesen typischen Magmyra-Brennerei-Charakter nicht mag, dann mag man alles nicht. Aber ich finde, das stimmt nicht. Ja, die haben so einen Charakter. Ein bisschen wenig, ja. Aber die einzelnen Abfüllungen unterscheiden sich teilweise so dermaßen, dass dieser Charakter, dieser Brennerei-Charakter, dieser rote Faden, teilweise auch mal untergehen kann. Kann ich nur bestätigen. Schlimm. Kann ich nur bestätigen. Wir waren beim Testing gewesen vor Ort, haben uns rumführen lassen, haben ein paar Sachen probiert. Und es gab wirklich Abfüllungen, die so experimentell waren, die gar nicht mehr reingepasst haben. Ja? Also ja, rauchig mit irgendwelchen bestimmten Noten, nicht rauchig. Ja. Und dann sagen so, uiuiui, waren aber ein paar Sachen dabei, die nicht so toll waren. Nee, ja, absolut. Aber auch natürlich Sachen, die richtig Bombe waren. Na, das war so fast schon 50-50. Ne? Ich weiß nicht, ob sie mit uns so ein Experiment gemacht haben. Mhm.
Also mit der kompletten Führung eigentlich. Dann hast du da die Zettel gehabt, dann solltest du bewerten. Keine Ahnung, vielleicht wäre Teil dieses Experiment gewesen. Aber von Hammerlecker bis, boah, geht überhaupt nicht, war ich alles dabei. Ich muss sagen, dass halt die rauchigen Abfüllungen von Mark Müller so ein bisschen bei mir hinten anstehen. Ja. Also ist nicht so ganz mein Thema. Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie kein eiler Rauch, es ist irgendwie so eine Art, ja, weiß nicht, so ein bisschen aufgesetzter Rauch. Und das passt irgendwie nicht ganz zu dieser fruchtigen Grundnote, finde ich, jetzt in dem Moment. Ja. Aber gut, das kann jeder selber beurteilen. Nee, naja. Jetzt nochmal so ein Svensgrøk, weißt du noch, Mortell irgendwann? Ja. Ja. Ja, es war. Man hatte halt oftmals diese Eiler-Sachen noch im Hinterkopf. Jetzt heißt so, wir probieren mal was Rauchiges und dann ist es halt eher so dieser Feuerrauch, der. Also ein Heidekraut, so ein Spacehide Highland Torf, wo du halt wirklich einen Unterschied merkst zu dem Eiler-Torf. Und das ist halt. Ja, ist klar, ist logisch, dass es so ist, aber. Fällt mir nicht so, muss ich sagen. Nö. Nee. Und deswegen hier. Hier lieber ohne die fruchtige Seite. Das wird ja dann interessant. Ja, warst du aber heute relativ geizig, oder so? Also, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie beim Plappern nicht so viel eingegossen. Ich muss auch nochmal nachschenken. Es ist jetzt so, dass du 2CL gehabt, mein Freund. Ja, wirklich? Jetzt sind es 2CL sogar. Und. Der gute Ton verlangt es natürlich auch immer, dass man sich auf selber voll kleckert und den Tisch halt auf den Boden. So, dann steht das hier schön in der Luft. Mhm. Nein, man sollte sich schon einen guten Schritt ins Glas kippen, damit man noch was davon hat. Limitierung steht nicht fest, wurde nicht so erwähnt im Netz, sondern auch nicht von Mark Müller selber. Angegeben ungefähr natürlich und nicht kühlgefiltert, 46,1 ist so typische Alkoholstärke bei Mark Müller. Und ja, kommt auf jeden Fall vom Aroma her sehr, sehr fruchtig daher. Ja. Wobei ich muss leider zugeben, ich habe noch nie Birkensaft getrunken. Andreas hat gesagt, ja, kann man trinken, ist gut, ist lecker. Aber ich kann jetzt den letzten Geruch, wenn er drin wäre, könnte ich nicht zuordnen. Nee, kannst du, dann hast du wirklich deine Schwierigkeiten. Aber so ist es halt mit allen anderen Sachen auch, die man vorher noch nicht probiert hat. Mach das mal. Was haben wir gesagt, in so typischen russischen Läden? Gibt es das wohl, wenn ihr das irgendwo habt? Spezialitätenläden gibt es auch bei uns. Reformhaus, heißt das heute noch so? Reform, ich bin mir nicht sicher. Also es gibt es auch zu kaufen. Ja, im Tetrapack habe ich es mal gehabt. So ein Liter Tetrapack, Birkensaft, weiß nicht, runter. Ganz verbreitet so in nordischen Regionen, ne? Oder auch Balkan. Mhm. Oder ihr bohrt euch eure eigene Birke an. Müsst ihr vorher fragen, wa? Die Birke? Nicht Anstiftung zum Straftaten hier. Ach so. Birken anbohren ist verboten. Ja, Birken anbohren, einfach so eine Birke anbohren, nee. Also muss doch schon. Der Baumgeist, der muss befragt werden. Oh Gott. Aber der Birke soll es ja nicht zum Schaden sein am Ende. Mir sagen lassen. Hören sagen. Ja. Fake News. Ja, du kannst. Ja, kannst du sagen nicht, alle nicht Birken. Du kannst ja nicht eine Birke anbohren und dann geht die eine oder so. Ja, das könnte schon passieren, kannst du sagen. Also nicht den teuren Saft der Birke klauen und auf einmal geht die ein und dann so, ich habe aber gehört, dass eigentlich der Birke das nicht schadet. Aha, so ein Mist. Vielleicht musst du einen Stöpsel irgendwann reinmachen, vielleicht ist irgendwann gut, 3 Liter und dann musst du in Ruhe lassen, erstmal einen Monat. wenn ihr es besser wisst, dann schreibt uns. Oh Mann. Postfach. So. Wir schweifen ab. Also wie gesagt, wir waren bei sehr fruchtigen Noten im Aroma. Ich habe eine schöne Süße, ich habe eine Karamellnote, Vanillenote. Ja. Und ich habe wirklich, wirklich Lust, den zu probieren. Jetzt. Alles dabei. Na dann. Zum Wohl. Ich probiere gerade zu überlegen, ob diese Note ein Birke ist, ja. Aber ich kenne sie ja nicht. Das ist schade eigentlich, dass man sie nicht kennt. Das Problem ist hier. Würzig daher. Ja, da kommt würzig daher. Mhm. Ich wollte erst sagen, nein, schade, schade, so gefreut, dass es eine alkoholische Note ist. Das ist Würze. Das ist echt Würze. Das ist Pfeffer. Mhm. Und das bleibt auch ganz schön lange. Das ist cool irgendwie. Also die Zusammenstellung dieser Fässer, da sieht man eigentlich, dass diese florale, fruchtige Note, die man jetzt erwartet, doch eher durch einen sehr starken und voluminösen Charakter, durch Sherryfässer, durch Ex-Bourbon und vielleicht auch durch den Anteil schwedischer Eiche, halt doch sehr, sehr, sehr viel mitbekommt. Ja. Also es geht doch ganz schön kraftvoll daher. Ja. Also nichts mit. Oh, der Murray 10, oh, super schön süß und fruchtig. Nee, ist ein bisschen knackig und ein bisschen kraftvoll. Ja.
Aber nicht verkehrt. Nein, absolut nicht verkehrt. Ich überlege gerade. Was kann ich denn Schlechtes sagen? Es wird leicht bitter, was aber auch nicht schlimm ist. Das kann, ja, das kann man so sagen. Das ist so diese, ja, diese Eichennote, die da hinten mit dran steht. Man merkt aber, dass er auch im Moment gelegen hat. Ne? Es ist jetzt hier irgendwie, es ist jetzt kein Dreijähriger oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da kommt schon ein bisschen was mit. Vom Sherry weiß ich gar nicht jetzt nicht so viel. Dieser Midnight-Zoll damals, der war intensiver. Da hat man es schon im Aroma gehabt. Ja, doch, das ist ein Birkensaft. Ja, kann ich mich dran erinnern. Also war ganz fantastisch. Hier kommt es, hier ist es da, ja, kommt schön ganz dezent so mit. Und das ist trotzdem nett. Diese Bitternote, die Andi beschrieben hat, die schlägt sich so in Tabak und Kakao, so trockenen Kakao nieder. So eine leichte, trockene Schokoladennote, herbe, ne, herbe, sagt man, halbbitter Schokolade. Toppi, ich find's gut. Könnte noch ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen fruchtiger, mehr Süße hätte ihm gut getan, aber gut, ja, das ist halt diese Gefälligkeit, denn, die man da irgendwie herstellen würde. Aber manchmal stehe ich halt einfach drauf. Ja. Also hier kannst du, könnte man auch fast die Beschreibung nochmal umändern. Ich würde fast echt sagen, das ist ein würziger Whisky. Das angegeben, also, man kann so zwischen den Zeilen lesen, da steht so Zedernholz, ja, also verschiedene Holzarten, die dann immer so niedergeschrieben werden, dann kann man sich schon denken, okay, cool, das könnte doch ein bisschen, ne, holziger werden, ein bisschen würziger. Und so ist es am Ende auch. Nichtsdestotrotz ein rundes Ding. Doch, auf jeden Fall. Bin jetzt nicht unzufrieden. Nee, das ist gut, definitiv, kann man empfehlen. Ja. Mich hat, wir haben mich schon ein bisschen länger online und mich hat eigentlich die Resonanz doch sehr, sehr überrascht. Ja. Also ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber die Nachfrage war doch enorm. Wir hatten jetzt nochmal nachbestellt, den haben wir nochmal bekommen. Ja. Weil ich nicht weiß, wie lange der denn da ist. Und da habe ich mich eigentlich gefreut, dass er nochmal, also dass er nochmal liefert wird. Ja, weil der ist wie mit allem, aber der kam, aber na, von hast du gesagt, Limitierung weißt du nicht, aber kam schon weniger als von anderen. Also, ich hörte mir auch so, was ich bestelle. Ich hatte jetzt eine bestimmte Menge bestellt. Und die ist doch glatt, nach anderthalb Wochen waren die durch. Weil wenn ich mir überlege, vom Winterglöh zum Beispiel, den haben wir schon eine ganze Weile, ne? Der, oder? Der ist ja nicht schon seit letztem Jahr. Wintersoll haben wir jetzt. Wintersoll haben sie eine ganze Menge gehabt. Anscheinend hatten sie sehr viel von der Abfüllung dort lagernd. Weil dann haben dann sie nochmal angeboten und haben so ein bisschen Preis gesenkt und so und wollten halt nur die Ware rauskriegen. Und ich sage, ja, nehme ich, komm. Ja. Verstehe das. Ja, Rotten. Ja, und was ich gesehen habe, da hinten hast du einen Eiskristall irgendwo gefunden, den hast du dann aus meiner Sonnenecke rausgekriegt. Ja, der wusste, da war noch eine freie Stelle. Den haben wir am Wochenende doch bei einem Sammler abgeholt quasi in Brandenburg und dachte mir so, ey, cool. Ne? Was ist das? Das muss man nachlesen, weiß ich nicht. Gab es auch mal, die hatten wir auch schon, war die ähnliche Zeit wie mit einer Zweite. Ja. Genau. Kann ich jetzt genau weiß ich es nicht. Vielleicht ist es ein Eisweinfass gewesen, irgendwas Schönes war es. Das tut mir gar nichts mehr. Aber dann seht ihr, wie gesagt, wenn weg, dann ist er doch mal eine ganze Weile weg. Es ist nicht so, dass es so lange nicht mehr. Den habe ich lange nicht mehr gesehen und den haben wir dann mitgenommen von unserem Sammelfreund. Ne? Na ja. Könnten wir mal entweder trinken oder wieder verkaufen. Mal gucken. Nicht von beiden. Dann überlegst du wieder. Ja. Nein. Nee, gut. Okay, also, wie gesagt, Nachfrage ist auf jeden Fall da. Probiert's mal aus. Uns hat er ganz gut gefallen. Aber nicht überrascht sein, wenn diese sommerliche, frühlingshafte nicht eintrifft, sondern doch ein bisschen würziger ist. Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das ist ja, gut. Am Anfang fingen wir ja an mit gutes Frühling oder so. Und die Farbe ist auch schon irreführend, vielleicht. Ja. Oh, schöne Blütennoten. Ja. Nö, würzig mit einem Sherryfass, mit einem schwedischen Eichenfass und halt auch einer fruchtigen Komponente, die aber doch ein bisschen hinten ansteht. Gut, das war das zusammenfassende Wort und sehr schön. Schön war's. Sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Mir hat's gefallen. Ciao, ciao. Ciao.